Also, wenn das kein Einstiegsensemble ist, ich sollte wirklich darüber nachdenken, ob ich vielleicht zu Film und Fernsehen gehe oder einfach Videos mache. Heute sind wir wieder beim Thema Celebration, Eleganz, Luxus, all diese Dinge. Und wie ihr seht, ich habe mich angepasst oder versucht. Ja, es geht heute um den Veuve-Clicquot-Stiefel von Hunter. Es ist eine Zusammenarbeit, die mir ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet hat, beziehungsweise die mir einiges an Recherche abgefordert hat. Und Gott sei Dank habe ich so viele Zuschauer, die mir immer ein bisschen helfen können. Also bitte weiterhin. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr etwas wisst, was ich nicht weiß, wenn ihr mir was erzählen könnt, weil die Geschichte hinter vielen Dingen, Stiefeln, manchmal auch Champagnersorten, ist grandios. So, und damit wir gleich wissen, worum es in diesem Beitrag geht, es geht darum, ich bin wieder da, Staigu macht weiter mit Stiefeln und hat diesen Hunter ergattert. Veuve-Clicquot. Ich habe selten Champagner und ganz selten natürlich so eine Flasche. Das schreit geradezu nach einem Beitrag. Und dieser Beitrag ist Gott sei Dank natürlich nur in einem entsprechenden Kleid möglich. So, das Kleid sitzt, der Stiefel wartet. Übrigens, damit ich auch weiterhin Beiträge mit Stiefeln machen kann, was ihr absolut so wollt, also, dann abonniert den Kanal, weil dann kann ich noch viel mehr von diesen Stiefeln, besonderen Stiefeln und überhaupt Stiefeln zeigen. Was so besonders ist an diesem Stiefel? Naja, also er ist offensichtlich noch aus der Ära des guten alten englischen Qualitätsstiefel und nicht eher der chinesischen Leichtarbeit, nennen wir sie mal. Und es ist eine mega spannende Geschichte. Allerdings werde ich jetzt erstmal meine Füße hier reinfropfen. Gesicht dabei nicht gesehen habt. Es war ein bisschen schwierig. Für den Rest des Beitrags gehen wir in meine Let's Party-Ecke, weil das ist eigentlich auch der Ursprung von diesem Stiefel. Ich habe keine Mühen und Kosten gescheut und diese extrem elegante und tonnenschwere, zwar verschlossene, aber leere, ein wirkliches Mysterium. Diese Flasche habe ich erworben, ja, immerhin in dem Fundus, den ich schon erwähnt habe, also deshalb wahrscheinlich auch leer und trotzdem zu. Aber diese Wahnsinnssymbiose zwischen Stiefel und Veuve-Clicquot war wahrscheinlich mal wieder einem Model geschuldet, einigen Festivals in England und der Tatsache, dass Coolness ganz verschiedene Gesichter hat. Kate Moss mit ihrem damaligen Freund hat Hunter-Stiefel getragen und die beiden haben Champagner getrunken, was ja durchaus üblich ist in der Modelwelt. Ja, ich kenne mich da nicht aus, aber ich weiß, dass es so ist. Ich habe auch Bilder dazu gefunden. Und ich denke mal, das war der Grund, warum Veuve-Clicquot mit Hunter diese symbiotische, wahrscheinlich werbetechnische Aktion gestartet hat. Und ich finde es großartig. Der Stiefel, die Idee dahinter und eine Möglichkeit, daraus einen Beitrag zu machen. Was noch erwähnenswert ist, für alle, die es interessiert,
Hinter jeder Flasche Champagner steht eine starke Frau. Es ist tatsächlich so, die drei führenden Champagnermarken oder überhaupt drei große Champagnermarken, dahinter steckt tatsächlich eine erfolgreiche Frau. Bei denen hier war es sehr, sehr ungewöhnlich, weil es schon sehr, sehr früh eine Frau war, die überhaupt den Champagner so hat werden lassen, wie er heute ist, nämlich klar durch diese Rütteltechnik. Ja, genau. Ein bisschen Wissen gehört dazu, ein bisschen Eleganz auch und ja, wer so schöne Stiefel haben will, der muss natürlich aufmerksam sein. Die können wir heute nur noch ersteigern hier und da. Sie sind relativ selten und sie sind noch von guter Qualität. Wenn euch dieser Beitrag gefallen hat, weil ich so wahnsinnig sexy mit meiner Magnumflasche aussehe oder die Stiefel einfach so grandios sind oder warum auch immer, dann abonniert den Kanal und zur Feier der Rückkehr von Stylegoo heute mit Veuve Clicquot und ja, ich würde so eine Dusche oder ein Schlückchen, geht aber nicht, ist Requisite, macht nichts. Wir sehen uns demnächst.